herzlich willkommen zum Bewertungs- und Testvideo der App FlipperClip. Starten wir direkt in die Benutzerfreundlichkeit. Was bietet uns das Programm und warum ist das so gut? Wir haben natürlich unterschiedliche Hintergründe, die wir nutzen können, aber das Interessante ist auch, dass wir unterschiedliche Schreibwerkzeuge direkt in der kostenlosen Version zur Verfügung haben. Dies beschränkt sich zwar auf 4 Stück, reicht meiner Meinung nach aber vollkommen, um mit dem Programm kleine Animationen zu erstellen. Des Weiteren seht ihr hier die Möglichkeit, unterschiedliche Strichdicken sowie Strichfarben zu erzeugen, sodass man da auch farblich nicht eingeschränkt ist. Ich persönlich nutze am häufigsten den Fineliner hier, um dann die Animation zu erstellen. Man kann den Radierer nutzen oder dieses Lasso-Tool, um einzelne Dinge noch zu bearbeiten, größer, kleiner zu schieben. Alles sehr, sehr intuitiv und selbsterklärend nutzbar, wie man es eben auch schon aus anderen Programmen kennt. Sehr schön ist auch, dass wir hier verschiedene Schriftarten, Schriftgrößen, Schriftfarben auswählen können. Wir können unsere ausgewählte Überschrift auch nochmal in Größe verändern. Wir können sie frei rotieren, wir können sie spiegeln in unterschiedlichen Spiegelebenen und beispielsweise jetzt rechts einfach auch über die Mülltonne löschen. Sehr schön ist auch die Platzierung der wichtigsten Funktionen. Links in unserem Bereich die wichtigsten Bearbeitungsfunktionen, oben beispielsweise Copy-Paste, Pfeil zurück, Einstellungen. Wir haben auch über das Lineal unsere Hilfstools, auf die ich gleich noch weiter eingehe. Und ich kann unten einzelne Folien unseres Daumenkinos sozusagen auswählen. Auch toll ist dieses Raster, was einem wirklich beim Zeichnen unterstützt. Und ich kann nochmal während der Animation selbst die Framerate heruntersetzen. Hier kommen wir jetzt zu diesen Hilfsformen, beispielsweise in dem Fall unser Rechteck oder hier eher ein Quadrat. Das gleiche geht auch noch mit Linien und Kreisen, sodass ich einfach saubere Formen darstellen kann. Die Textpassagen, sofern sie gegeben sind, sind auch gut lesbar, sehr kontrastreich. Und wenn ich jetzt im Hauptmenü bin und dort unter Einstellungen reingehe, kann ich auch nochmal Stifteingabe auswählen oder nur Berührung, Stift und Berührung. Oder eben hier über Lernen und los geht's, wird man sofort auf den YouTube-Kanal der Firma verlinkt, die FlipperClip rausgebracht hat. Und man kann sich einzelne Tutorials gezielt nochmal anschauen. Sehr schöne Sache, was sich die Firma dort überlegt hat, sodass man hier auf jeden Fall 5 von 5 Sternen geben kann. Kommen wir nun zur Performance. Die App FlipperClip wurde auf unterschiedliche Geräte, wie ihr hier sehen könnt, getestet. Hauptsächlich Samsung Galaxy-Reihe bzw. iPads. Ich muss hier sagen, es gab zu keinem Testzeitpunkt irgendwelche Probleme, irgendwelche Lags oder sonstiges. Auf beiden oder auf allen Geräten schnitt die App mit hervorragenden Ergebnissen ab. Beide Programme oder Programmarten decken die gängigen Auflösungen von SD bis Full HD, also 480p bis 1080p ab. Wie ihr hier sehen könnt, Hoch- und Quermodus ist auch möglich. Wir haben eine Framerate von 1 bis 30 Bildern pro Sekunde. Lediglich sollte man hier ein möglichst großes Display natürlich zum Zeichnen nutzen. Also ein Tablet eignet sich hier wesentlich besser als ein Smartphone. Nochmal zusammenfassend gesagt, 5 von 5 Sternen Auflösung SD bis Full HD für beide großen Smartphone-Hersteller komplett nutzbar. Kommen wir zum Gesamturteil der Kategorie Erstellen von chemischen Animationen. Hier schneidet FlipperClip wirklich super ab mit insgesamt 5 von 5 Sternen. Das Programm zeigt seine Stärke, eben wenn ein größeres Display vorhanden ist.
Es eignet sich sowohl zur Eingabe per Stift als auch per Finger durch die Hilfsformen, die man anwenden kann. Wir haben unterschiedliche Hintergründe und Grundformen können eingefügt werden, Bilder, Vertonung etc. pp. Die Schülerinnen und Schüler können so eine Art digitales Daumenkino erstellen. Die Formen können bunt eingefärbt werden und es können unterschiedliche Schichten erstellt werden, sodass auch Formen in Bewegung leicht dargestellt werden können, weil bei jedem neuen Frame das vorherige in transparenter Farbe erkennbar ist.